Ja, guten Tag alle miteinander. Ich möchte euch heute gerne etwas erzählen zum Thema Naturheilkunde, und zwar speziell die europäische Naturheilkunde. Mir ist aufgefallen, dass ganz ein Haufen Leute gar nicht wissen, was sie sollen erwarten davon, wenn sie zu einem Naturheilpraktiker gehen und so eine Beratung würden beanspruchen. Die europäische Naturheilkunde geht zurück auf die Zeit der Griechen. Bekannte Namen sind der Galen, der Hippokrates und dann um 1100 herum Hildegard von Bingen. In der Zeit vom Mittelalter Pest war es vor allem der Paracelsus gewesen. Das sind so Namen, die vielleicht die eine oder andere Person kennt. Dann in einer naturheilkundlichen Beratung geht es zuerst einmal darum, um den Menschen möglichst ganzheitlich versuchen zu erfassen. Das heißt, man schaut nicht nur auf den Körper, sondern auch, wie ist die Gemütsverfassung, wie ist der Geist, wie geht es der Psyche. Und was man natürlich stark darauf schaut, ist mal das Gesamterscheinungsbild vom Menschen. Wie ist der Körperbau? Wie ist die Haut? Wie sind die Haare? Dann gibt es Techniken, wo man aufgrund von der Gegebenheiten im Gesicht auf gewisse organische Störungen kann zurückschliessen kann. Man kann Zungendiagnose machen, Pulsdiagnose, Harnschau und so weiter. Ich persönlich habe mich entschieden für die Iris-Diagnose. Das heißt, ich schaue mit einem Mikroskop den Menschen in die Augen, ganz gut und tief, weil mir das eine Sicherheit gibt, mit was für einem Temperament und mit was für einer konstitutionellen Grundlage ein Mensch unterwegs ist. Das ist ganz wichtig, weil im naturheilkundlichen Verständnis fallen die Krankheit oder Beschwerden, Schmerzen nicht einfach so vom Himmel, sondern es muss zuerst einmal eine bestimmte Grundlage da sein, ein Milieu, das bereits kränklich ist. Weil solange dass der Mensch in voller Kraft ist, viel Lebenskraft hat, dann wird er im Grundsatz auch nicht krank. Man kann das wie so ein bisschen sich vorstellen, dass man so eine gewisse Bandbreite hat, das Spektrum. Und solange dass man mit seinem Leben in dieser Bandbreite innen unterwegs ist, bleibt man gesund. Wenn man jetzt aber über eine längere Zeit hinweg außerhalb von dieser Toleranzgrenze lebt, ist irgendwann das System Mensch in Not und kommt nicht mehr nach zum den Reiz, wo auf einem einflüssen, ob sie von außen sind, also exogene Reize, oder ob sie von innen her kommen, endogene Reize, können angemessen reagieren. Und dann kommt früher oder später der Moment, wo der Mensch irgendwelche Symptome hat. Häufig sind es Schmerzen, Empfindlichkeitsstörungen. Es kann aber auch mental oder psychisch sein, wo sich so etwas zeigen tut. Das heißt, mit naturheilkundlichen Strategien versucht man nachher dem Körper wieder so viel Ausgeglichenheit und Lebenskraft zu verhelfen, dass er wieder kann in die Toleranzgrenze einkommen oder dass er die Grenze kann verbreitern. So dass mit Geduld, es gehört immer auch ein Stück weit Geduld dazu, die Symptome wieder können verschwinden. Häufig ist es natürlich so, dass das meistens auch ein bisschen etwas braucht von der jeweiligen Person an Lebensveränderungen. Weil Naturheilkunde kann nur immer Begleitmaßnahmen geben und die Arbeit und alles andere ist eigentlich dem Menschen selber überlassen. Wir von außen können Ratschläge geben, wir können Hinweise geben und Therapiekonzepte erstellen, wo man könnte begleitend unterstützen, aber die Veränderung und die Gesundung selber liegt immer im Inneren vom Menschen, in seinem Wesen, ob es das kann und möchte bewerkstelligen und welchen Weg, dass es dafür möchte gehen. Dann, was heißt das konkret, ein Therapiekonzept? In der Naturheilkunde können wir mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Aber im Grundsatz geht es immer zuerst mal darum, zu einem Menschen versuchen zu helfen, eine gesunde Lebensgestaltung umzusetzen. Gesunde Lebensgestaltung heisst, dass er genug Bewegung hat, dass er eine gute Ernährung hat, ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktivität und Erholung.
und genügend Schlaf sowie ein gesundes soziales Leben und aber auch Platz schafft für seine Psyche und für seine geistigen Belange, die möchten, erfüllt werden. Dann arzneilich schaffen wir auf pflanzlicher Basis. Das kann einerseits die klassische Phytotherapie sein, mit Tinkturen oder mit Tees. Gleichzeitig kommen aber auch homöopathische Mittel in Frage oder spagyrisch. Persönlich schaffe ich sehr viel mit der Phytotherapie und eben meistens auch in Kombination mit der Iris-Diagnostik. Weiters biete ich sehr viele manuelle Strategien an, um einfach auch auf der körperlichen Ebene Einfluss zu nehmen. Das kann sein über klassische Massage, das kann sein über Fußreflexzonen, über Lymphdrainage. Und viel arbeite ich auch gerne mit osteopathischen Techniken, um vor allem auch die Organe in Bewegung zu bringen, um zu schauen, dass der Fluss gegeben ist durch den ganzen Bauchraum. Oder auch zum Mobilisationsübungen können auf der passiven Ebene bewerkstelligen. Dann nicht minder wichtig ist meistens das Gespräch. Erstens mal, dass man den Menschen auch kennenlernen kann, mit was für einer Ausgangslage das kommt, was seine Wünsche sind, was das Ziel ist von einer naturheilkundlichen Beratung oder Begleitung. Und häufig ist ja das auch immer mit einem Prozess verbunden, so eine Beratung, dass man sich vielleicht öfters sieht, über eine längere Zeit sieht, je nachdem, was natürlich Krankheit ist oder das Symptom. Es gibt gewisse Sachen, die sind schnell vorbei und es gibt andere Krankheiten, die viel Atem und viel Ausdauer brauchen. Und in so einer Zeit ist häufig auch ein persönliches Gespräch sehr wichtig, dass man den Menschen kann auf der seelischen, auf der Herzebene oder vor allem auch helfen, wie man mit den Gedanken kann gut umgehen kann, um mit so herausfordernder Lebenssituation können gut umzugehen. Es ist natürlich auch so, dass es häufig wieder mal Krankheiten gibt, die ich nicht mit meinem alleinigen Wissen kann betreuen kann. Und da ist es dann oftmals so, dass man interdisziplinär arbeitet. Innerhalb des WELL würde das heissen, dass man kann das ganze Bewegungsprogramm in Anspruch nehmen, sei es Personal Training, sei es Kleingruppen, sei es Physio, sei es Gruppfitness oder auch die Ernährungsprogramme, die es WELL anbietet, zum Beispiel das Entschlacken, 21 Tage oder 90 Tage. Weil es gibt immer wieder Menschen, die sehr davon profitieren, wenn sie in einer Gruppe eingebunden sind und von dieser Dynamik können profitieren können. Und gerade auch wenn es um Ernährungsumstellung geht, sind da häufig Menschen sehr herausgefordert, sich diesen Umstellungen anzupassen. Und vielen geht es einfacher, wenn sie so angeleitet sind in so einem Programm. Dann im WELL hat es zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man als diagnostisches Mittel ein Körperanalysegerät in Anspruch nimmt, wo Fett, wo Muskulatur, wo Wasser, wo Zellgesundheit, so um die gröbsten Parameter zu nennen, kann vermessen mittels Strom. Und das sind so Sachen, die wir innerhalb des WELL anbieten können. Dann gibt es natürlich auch den Moment, wo ich manchmal Leute einfach schicken muss, zum Arzt für eine Abklärung zu machen, um sicher zu sein, dass nichts vorliegt, wo könnte gegen eine naturheilkundliche Therapie sprechen. Und es gibt auch Leute, die ich manchmal weiterschicke zu Fachbereichen wie Homöopathen, Osteopathen oder andere Ernährungsfachpersonen, weil manchmal mein Wissen dann einfach zu wenig tief ist in den einzelnen Bereichen. Und damit ihr auch mal ein Bild davon bekommt, wie so ein naturheilkundliches Konzept aussehen kann, werden wir im Glattfelder-App gleichzeitig mit dem Video ein PDF veröffentlichen. Und zwar ist auf dem PDF ersichtlich, was wir unseren Kunden jetzt empfohlen haben hinsichtlich Corona, was man machen kann, um das Immunsystem zu stärken. Das ist einfach mal ein
Beispiel. Und wenn natürlich jemand Interesse hat, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Via Telefon oder via E-Mail info@well.swiss. Allgemein, auch wenn ihr Fragen habt zu Naturheilkunde, bin ich gerne für euch da und würde mich freuen, von der einen oder anderen Person mal zu hören und auf Interesse zu stoßen für Naturheilkunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Thank you.